Das könnte eventuell was sein oder eher nicht. Also wenn ein Bugatti, dann ein Pure Sport. Mhm. Das wäre für mich nicht etwas, wo ich zucken würde mit dem Kugelschreiber für eine Unterschrift. Ja. Die Entscheidung ist noch nicht gefallen, weil... Hey Leute, was geht und willkommen zurück zu einem weiteren The Setting Fruit Video. Heute ist Patrick auch mal wieder mit am Start, um ein Video zu machen. Das heißt, die Qualität wird sehr gut. Und PPOV ist heute auch da, aber ohne PPOV. Denn heute haben wir ein Hypercar Talk. Genau. Hallo sagen? Hallo. Heute ist nur die Stimme vom PPOV dabei. Ja, auch mal wieder was sehr Tolles. Also, wir wollen jetzt mit euch das Thema einmal besprechen, Hypercars. Wie ihr wisst, wir sind so langsam auf der Suche nach einem Hypercar für unsere wunderschöne The Setting Crew und sind noch am Überlegen, was wir wirklich machen sollen. Soll es ein Bugatti werden, ein Koenigsegg, ein Pagani, ein Zenvo oder was auch immer. Und genau das werden wir in diesem Video besprechen und da wollen wir auch euren Input haben. Also falls ihr einen Hypercar habt, was ihr gut findet, bitte in die Kommentare schreiben mit Begründung, warum dieses Hypercar. Aber als erstes fangen wir mal damit an und reden nochmal über Bugatti. Bevor wir damit allerdings anfangen, habe ich mal eine Frage an dich. Bitte nicht mal weg. Weil ich finde das immer so lustig, die Leute reden immer über Supercars und Hypercars und so. Sag mir mal die Definition, was ist denn bitte eigentlich ein Hypercar? Ja, also ein Hypercar ist aktuell das schnellste immer, was man kaufen kann, glaube ich. Und irgendwas, was über 1 Million ist. Finde ich komisch. Es gibt ja keine wirkliche Beschreibung. Manche Leute sagen... Ja, sagen Sachen. Manche sagen, ein SF90 ist ein Hypercar. Ein SF90 ist vorne und hinten für mich kein Hypercar. Ich finde, ein Hypercar ist meistens mit Hybridtechnik auch, außer jetzt bei Bugatti und Pagani. Und Koenigsegg auch nicht gerade beim Jesko. aber Hypercar ist halt so eine Mische. Es ist immer das Top of the Top. Das ist ein Hypercar. Über 1000 PS. Über 1 Million Euro Kaufpreis. Finde ich schwierig, weil die Leute bezeichnen ja auch einen Senna als einen Hypercar und das ist ein Auto, das hat 800 PS. Ist ein super, super tolles Auto. Wir finden es ja auch noch richtig cool. Aber eigentlich ist es eine völlig ungeschützte Definition. Hypercar ist irgendwie, weil ich find es auch schwierig, gerade wenn wir jetzt gleich ein bisschen über das Thema Bugatti aussprechen. Ein Bugatti fängt irgendwo an bei 3 Millionen Euro netto. Plus Mehrwertsteuer. So, das ist natürlich Peak of the Mountain, wie man so schön sagt. Aber das ist definitiv sicherlich ein Hypercar. Ja. Jesko ist deutlich günstiger von den Anschaffungskosten. Pagani hat eine wahnsinns Bandbreite von den Preisen, ist aber auch leistungstechnisch ja eher... Das ist echt schwierig. Ja. Aber gut, dann einigen wir uns vielleicht darauf, wir sprechen über Fahrzeuge in der Liga 1 Million aufwärts. Richtig, ja. Gut. Aber, fällt mir gerade ein, Thema Hypercar und Bedeutung vom Hypercar. Koenigsegg hat das ja komplett anders gemacht. Bei dem Koenigsegg 1-to-1 haben die das Auto Megacar genannt. Und das ist, weil das Auto Megawatt? Megawatt, also bezogen auf Kilowatt. Okay, weil das Auto nämlich 1 Megawatt an Leistung hat. Deswegen ist das ein Megacar und nicht ein Hypercar. Das gibt es natürlich auch nochmal.
Das ist dann zumindest mal technisch erklärt. Ja. Aber gut, es ist letztendlich gibt es keine Definition. Nee. Einigen wir uns darauf. Ihr könnt ja auch mal schreiben, was ihr denkt, was ein Hypercar ist. Aber jetzt fangen wir mal an. Und als erstes möchte ich dich dann jetzt noch mal was fragen. Was hältst du jetzt im Nachhinein, ein bisschen Zeit ist vergangen, von Bugatti Chiron Pure Sport? Ist das für dich noch so Speerspitze aktuell und denkst du noch, das könnte eventuell was sein oder eher nicht? Also ich bin nach wie vor der Meinung, dass der Pure Sport, also wenn ein Bugatti, dann ein Pure Sport. Mhm. Dass, der Chiron Sport ist ein super schönes Auto, aber so wie ich das ja auch in dem Video schon gesagt habe, was wir darüber gemacht haben, über unseren Besuch dort, das wäre für mich nicht etwas, wo ich zucken würde mit dem Kugelschreiber für eine Unterschrift, ja, bei dem Preis. Der Pure Sport ist so fahraktiv, dass er genau das, was wir uns ja eigentlich auch so ein bisschen davon versprochen haben, erfüllt hat. Mhm. Die Entscheidung ist noch nicht gefallen, weil man natürlich auch fairerweise sagen muss, es geht um wahnsinnig viel Geld, ja. Um das mal ins Verhältnis zu setzen. Also das Auto in unserer Ausstattung liegt irgendwo bei 3,2 Millionen Euro netto. Man könnte auch anders rechnen, man könnte sagen, wir können uns 8 SVJ zusätzlich kaufen, ja, in allen möglichen bunten Farben, natürlich matt. Ja, und Satin. Satin, ja genau, Satin, Sprachgebrauch matt. Ja. Und das ist schon krass, es ist wahnsinnig viel, 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 viel Geld. Das ist so. Und ich bin jetzt mal gespannt, wenn wir uns mit dem Jesko auseinandersetzen und auch mit Pagani auseinandersetzen, um dann eine vernünftige Entscheidung treffen zu können, wie es dort ist. Ich glaube, die Messlatte, die Bugatti mit dem Pure Sport gesetzt hat, die ist ziemlich hoch. Ja. Also da ranzukommen, das ist nicht ganz ohne. Allerdings muss man auch sagen, es ist ein wahnsinnig schweres Auto, mhm, mit 1900 Kilo. Mhm. Ja, trotz der ganzen Leichtbaugeschichten, Carbon, Wischerblattarm und so weiter und so fort, es ist ein schweres Auto mit einem brachial starken Motor, der aber auch sehr schwer ist. Aber er wird der Letzte seiner Art sein. Ne? Das ist eben auch so eine interessante Sache. Aber gut, reden wir jetzt mal über die Autos, die trotzdem interessant sein könnten für uns als Hypercar. Dafür gehen wir jetzt direkt einmal kurz in unsere kleine McLaren-Ecke hier, wo wir aktuell unsere 5 wunderschönen, wie wir finden, McLarens stehen haben. Und McLarens baut natürlich auch Hypercars. Vielleicht habt ihr das Q&A gesehen, als wir zu Bugatti gefahren sind. Und da haben wir gesagt, ja, wir waren an einem Senna dran, aber der Deal hat leider am Ende gefloppt. Aber McLaren hat ja auch noch den P1. Ist jetzt natürlich mittlerweile schon ein älteres Auto, aber ein P1 ist immer noch ziemlich, ziemlich cool. Und jetzt ist natürlich die Frage, wird es Sinn ergeben, einen 6. McLaren hinzuzufügen, welcher dann der McLaren P1 wäre? Oder ist das eigentlich, sagen wir mal so, Bullshit? Weil der 765 LT mit guten Conditions ist genauso schnell oder schneller als ein P1. Die Frage ist, was haltet ihr davon? Denkt ihr, ein P1 wäre was für die Kollektion oder nicht? Ich weiß nämlich schon ganz genau, dass mein Vater sagt, ein P1 wäre nichts für die Kollektion. Und ich eigentlich auch nicht, weil das Auto ist mittlerweile echt schon ein bisschen älter geworden, muss man einfach sagen. Ja, ich glaube einfach nicht, dass ein P1, also es gibt ja zwei Lager bei McLaren. Es gibt das Lager Team Senna und es gibt das Team P1. Und ja, ein richtiger P1-Fan, der wird immer sagen, das ist das geilste Auto der Welt, mhm, und alles wunderbar. Mhm. Okay, also mir hat das Auto nie so richtig gefallen, mache ich auch keinen Hehl draus. Ich wäre immer im Team Senna, weil das Auto einfach besonders ist. Ja. Ja, es ist einfach ein echtes Track-Tool und der P1, ja, der P1 ist wie eben der LaFerrari, wie der 918, sind das so die ersten Gehversuche im Hybridbereich. Das bringt ein bisschen was. Auf dem langen Weg, also wenn du dir heute die Service-Rechnung dann anschaust für ein P1, ja, wo die Hybrid-Technologie natürlich viel weiter ist und jetzt die Batterien langsam alt werden, ja, ja, ist es nicht ganz ohne. Also ein P1 zu ergänzen, nee, könnte ich mir definitiv nicht vorstellen. Macht auch keinen Sinn. Und für mich gehören diese Hybridautos auch nicht zu den Klassikern, die auch auf der langen Linie irgendwo interessant sein können, vom Werterhalt auch. Ja, ja, da wird es jetzt viel spannender, wo alle Richtung Hybrid gehen, auch, ja, in normaleren Modellen, zu schauen, was gibt es noch an coolen Verbrennern? Mhm. Können wir da noch irgendwie was Sinnvolles ergänzen? Ja, vor allem da hat Lambo ja jetzt letztens ein paar News rausgehauen. Erschreckenderweise, ja. Schockierend sind.
Deswegen mal gucken, vielleicht müssen wir... Aber was heißt schockieren? Sie haben ja keine Alternative. Schockieren war einfach nur, wie schnell es jetzt geht, dass bis 2024 die drei Modellreihen, die Lamborghini aktuell hat, eben hybridisiert werden und 2025 dann ein Viersitzer voll elektrisch kommen wird. Und ja, wir gehören ja zu den Leuten, die immer noch hoffen, dass synthetische Kraftstoffe, Wasserstoff oder was auch immer dazu führen werden, dass wir irgendwo mit unseren emotional aufgeladenen Autos eine Zukunft haben. Jedes Mal, wenn wir über das Thema reden, ne? Immer muss Patrick hinter der Kamera schon lachen. Ja, ich habe auch gesehen, also es gab gerade eine Ad-Hoc-Mitteilung an der Börse. Ich glaube, Patrick hat mittlerweile mehr Aktien an Tesla als Elon Musk. Das kann gut sein. Aber mal weiter mit dem Thema. Mercedes hat natürlich auch noch was im Angebot, wo wir gerade beim GTR stehen. Der Project One. Ja, also mega krasses Auto, muss man einfach sagen, wenn er irgendwann dann auch mal ausgeliefert wird. Das ist halt so aktuell die Sache mit dem Project One. Keiner weiß wirklich, wann das Auto da sein soll. Manche sagen dieses Jahr noch, manche sagen nächstes Jahr. Aber genau das Thema gab es eben schon vor 1-2 Jahren. Deswegen weiß man nicht wirklich, was da abgeht. Und Project One ist auch preistechnisch Bugatti-Level. Über 3 Millionen, wenn du den vernünftig ausstattest. Wäre eigentlich ein sehr interessantes Auto für uns, finde ich. Bei AMG, da weiß man, die können das bauen, die machen das gut. Aber durch den Formel-1-Motor, der in dem Auto ja verbaut ist, stellen wir uns halt die Frage, kann man den wirklich täglich benutzen? Manche haben vielleicht drüber gelacht, dass mein Vater gesagt hat, dass man ein Bugatti Brötchen holen kann. Aber es wird Zeiten geben, wo wir das halt machen mit dem Auto, weil die Autos halt im täglichen, täglich genutzt werden. Und da ist halt die Frage, kann so ein Project One das? Glaubst du, dass ein Project One das ab kann? Nein, dafür ist auch nicht gedacht. Also die spannende Frage beim Project One, die sich stellen wird, ist, also vom Design her ist das ein wunderschönes Auto, ist was ganz Besonderes, finde ich auch richtig, richtig cool vom Design. Ja. Als wir ihn vor kurzem gehört haben, war ich erschrocken und entsetzt, ähnlich wie beim Black Series, eigentlich noch schlimmer. Ja, ist sehr überschaubar, also emotional kommt da wenig bei rüber. Ja. Rundenzeiten wird er sicherlich sensationell sein aufgrund der guten Aerodynamik. Und es ist nun mal eben Formel-1-Technik. Ist es. Die Frage ist aber auch, selbst wenn man nicht damit zum Brötchen holen fahren will, wie alltagstauglich ist das Auto? Wenn wir wollen ja nicht nur Brötchen holen, wir fahren ja auch gerne mal eine längere Strecke mit den Autos. Und ob das dann am Ende so funktioniert, bin ich gespannt. Ich drücke Mercedes die Daumen. Wenn man sich die Pleiten, Pech und Pannen-Serie beim Black Series ansieht, macht es wenig Hoffnung im Moment. Also die Autos sind nach wie vor on hold. Es stehen ohne Ende produzierte Autos mit Fehlern im Werk. Es ist alles nicht so einfach. Ja, ist leider echt schwer. Also das ganze Hypercar-Thema ist halt schwer, weil es gibt mittlerweile echt viel Auswahl und auch echt coole Autos. Aber irgendwie... was Perfektes zu finden, ist auch in dem Segment wirklich schwer. Und da kommen wir jetzt auch mal zum Thema Lamborghini. Lamborghini macht ja auch immer mal so ein bisschen One-Off oder a few-off Serien. Ganz lustig, das kann ich ja jetzt einfach mal so sagen, weil man weiß ja noch nicht mal, ob das Auto irgendwann kommt. Wir sind auf der Liste für ein few-off Lamborghini. Ja, das stimmt. Wir wissen noch nicht genau, was es ist. Ja, die Richtung wissen wir ja schon, sonst hätten wir uns ja nicht dafür auf die Liste setzen. Okay. Aber wir können dann am Ende noch entscheiden, ob wir es tun oder nicht tun. Genau. Das ist natürlich, muss man eigentlich auch noch mal im Hinterkopf behalten, wenn das vorgestellt wird. Das wird auch wahrscheinlich nicht so preiswert, das Auto. Sollen wir mal sagen, was die uns für eine Price Range gegeben haben? Weil das finde ich nach wie vor krank. Also es ist immer schade, dass die Hersteller haben natürlich auch keinen Bock, dass zu viel Informationen im Vorwege schon draußen sind, bevor sie das Auto vorgestellt haben oder announced haben. Und die Preisrange ist, ich weiß gar nicht mehr, was war. 750.000 Euro bis 2 Millionen Euro. Ja. Das ist also, das ist... Ja, es ist gut. Die Händler sind bemüht, die Kunden zu informieren, aber sie haben einfach keine echten Informationen. Und ich bin mal gespannt, also das war ja jetzt alles, ist ja schon ein paar Wochen her, ob diese Entscheidung und die Pressekonferenz von Herrn Winkelmann daran was geändert hat. Ob das noch dazu das kommt sein, überhaupt, muss man mal schauen. Aber ich glaube, wir sind auf jeden Fall mit unserem Performante als V10-Sauger, mit unserem SVJ als V12-Sauger
gut aufgestellt und es kommt ja noch ein Lamborghini auf jeden Fall. Der Huracan irgendwann ist, hoffentlich jetzt im Herbst. Genau, auch nochmal ein schöner V10 in einem besonders coolen Design. Der STO ist einfach richtig cool. Dann haben wir schon mal, glaube ich, an der Stelle nichts falsch gemacht. Ja, müssen wir nochmal gucken, ob man vielleicht nochmal was Älteres von Lamborghini in die Kollektion irgendwann hinzufügt. Ich finde ja immer noch Murcielago sehr gut, aber das soll er nicht hören. Ja, also Few-Off oder One-Off Lamborghini ist immer was sehr Interessantes. Die sind aber dann wieder von der Leistung nicht so extrem wie ein Chiron oder ein Koenigsegg-Jesko oder auch ein Pagani. Aber es sind halt schon sehr besondere Autos. Und wenn da dann wirklich nochmal ein V12 drin ist, diese ganze Emotion und so, wäre mir mehr Emotionen lieber als ein schnelleres Auto. Weil in der Zukunft fahren wir wahrscheinlich eh alle nur noch mit E-Autos rum und dann nochmal ein bisschen brachiale V12-Leistung wäre schon echt was Schönes. Schauen wir mal, wie das mit der E-Mobilität vorwärts geht, denn ja, das ist alles gut und schön und das hat auch seine Berechtigung, aber dann soll mir mal endlich einer seriös erläutern, wie dann die Infrastruktur dafür aufgebaut wird und auch Großaktionär Patrick hat da, glaube ich, Fragezeichen, weil wenn man sich vorstellt, in einem sehr dicht besiedelten Stadtteil, in einem Straßenzug, in dem mehrere hundert Menschen wohnen, wenn man sich vorstellt, die hätten jetzt alle nur noch ein Elektroauto und die würden abends alle nach Hause kommen und würden ihr Auto anschließen, dann wissen sie, dass sie ihren Herd nicht mehr einschalten können, um ihr Abendessen zu kochen. Der Fernseher wird nicht mehr funktionieren und es ist einfach nicht genügend Strom zur Verfügung. Patrick schüttelt gerade den Kopf. Ja. Da gibt's Wege. Es gibt immer irgendeinen Weg. Genau. Aber komm, egal. Patrick? Es muss für Patrick immer ganz schlimm sein, unsere Boliden zu filmen. Ja, diese ganz Verbrenner. Ganz schrecklich. Aber weil wir gerade bei Elektro sind, es gibt ja auch einen Elektro-Hypercar. Ein Remark. Aber ja, da habe ich aber gerade gestern Abend noch mal ein bisschen drüber gelesen. Ist viel zu teuer für ein Elektroauto, finde ich. Ja, und also sie sind ja mal angetreten und haben gesagt, sie bauen das Ding für 1 Million. Ja. Jetzt sagen sie aktuell 1,7. Mhm. Es gibt immer noch kein Auto, was man fahren kann oder wie auch immer. Nun kommt hinzu, das ist ja allgemein bekannt, dass Bugatti wahrscheinlich unter das Dach von Rimac rutschen wird. Ja. Hängt einfach damit zusammen, dass Porsche Großaktionär ist von Rimac und die Beteiligung dann nochmal aufstocken wird. Mhm. Also was da genau am Ende, keiner weiß außer es. Vielen Ideen und einigen Sonderprojekten, was ja auch ganz interessant ist, bei Rimac ist nicht nur Porsche beteiligt, sondern auch Hyundai. Hyundai. Hyundai ist ebenfalls beteiligt. Krass. Und da laufen wohl einige sogenannte OEM-Geheimprojekte. Mhm. Vielleicht arbeitet auch Porsche an einem nächsten 918-Nachfolger. Irgendwas wird da sicherlich kommen, lassen wir uns mal überraschen. Aber ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, es weiß noch keiner so richtig, wohin die Reise geht und wie man die ganzen Dinge so umsetzt, dass sie auch wirklich praktikabel einsetzbar sind. Ja. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zu unserem letzten Favorite. Das müssen wir noch reinmachen. Also ist aktuell fast mein Favorit, der Koenigsegg-Jesko. Wir werden jetzt noch mal ein paar Bilder hier einblenden. Wir haben das Auto schon in echt gesehen bei Koenigsegg München. War mega, unglaublich. Aber am Ende des Tages müssen wir alles erstmal Probe fahren und gucken, wie es wirklich in echt ist. Aber wie am Anfang gesagt, schreibt bitte in die Kommentare, was ihr von den Autos haltet, welches Auto am besten zu uns passen könnte und welches natürlich auch am besten in Satin Black aussieht. Von dem her, vielen Dank für deine Zeit, mein Lieber. Sehr nett heute. Immer wieder gern. Vielleicht noch abschließend zum Jesko. Design war wirklich atemberaubend, als das Auto da stand. Ja, das ist also wunderschön. Und ich hoffe mal, dass es nicht mehr so lange dauert, dass wir nach Schweden hochreisen können, um eine Runde zu drehen, weil das ist im Moment ja noch ein bisschen schwierig. Also es gibt da noch nicht so richtig Fahrbares aktuell und schauen wir mal. Aber ja, das war es dann erstmal für den Hypercar Talk. Wie gesagt, ab in die Kommentare. Das war es jetzt auch schon mit dem heutigen Video. Denkt dran zu abonnieren, zu liken, auf die Glocke drücken und teilen wir auch noch ganz lieb. Von dem her, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.